So, das Level können wir auch noch nicht machen auf Zeit. Weil wir, wie gesagt, die Schuhe noch nicht haben. Was ist das? Ah, Hang 'em High. Ist das eine Totenkopfplattform, die es hier gibt für den gelben Kristall? Ich glaube schon, ne? Das heißt, wir dürfen ab dem ersten Checkpoint nicht sterben. Ich meine, so wäre das. Ich habe eigentlich gedacht, also es müsste für dich ein komplettes Level aus Eis und Kristallen bestehen, weil alles dann so schön aussieht. Ja! Aber die Physik von Eis ist scheiße. Das mag ich nicht so. So, ich glaube, jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Am Anfang dieses Live-Let's Plays habe ich gedacht, dass ich hier die Level nicht so mag. Aber irgendwie mag ich sie doch ganz gerne. Vor allem die Musik, die gefällt mir ziemlich. Wobei die im Original schon besser reinfickt. Oh. Vor allem dieses Gespratzel um den drumrum, ne? Also so, der hat halt so voll die Energie, die so nach draußen geht, so. Das ist so schön. Oh. Es tut mir leid, dass ich die Dinger heute so mag. Dass ich euch damit nerven muss. Das Fragezeichen auf dieser Bonusplattform sieht ein bisschen nach Bacon aus. Ich mag die Zeitkisten nicht, da fühlt man sich immer so unter Druck gesetzt. Fein! Ah, das hier war, glaube ich, immer die Stelle, die im Original gehakt hat, weil dann die Playse irgendwas geladen hat. Da ist das der Gegenstand, den wir haben wollen. Wie kommen wir denn darüber? Ach, Moment! Moment, da kommen wir so gar nicht hin, ne? Da kommen wir über den versteckten Warp-Room hin. Hier hätte ich mir gar nicht so die Mühe geben brauchen, dass ich nicht sterbe. Warum sagt ihr denn nichts? Naja. Wäre das auch erstmal abgehakt, das Level? Dann, was haben wir hier? Oh, Hogride. Ein Reittier-Level quasi, das zweite. Nur, dass das einen Motor hat, das Reittier. Ich würde sagen, wir holen erstmal
Erstmal die Kisten und dann werden der Erste. Aber vielleicht schaffen wir auch beides. Das ist ganz gut. Ach stimmt, die Kamera wird ja hier so komisch, wenn man über die Schanzen drüber fährt. Die Ladezeiten sind so kurz gegenüber früher. Ich weiß das gar nicht mehr. Das finde ich sehr angenehm hier in dem Remake, dass wenn man den Hot Rods hinten drauf fährt, dass der dann nicht so wackelt. Weil das hat mich immer sehr aufgeregt. Im Original. Haben wir schon alle Kisten? Dass wenn man den hinten drauf fährt, dass dann die Karre von denen so extrem rumwabbelt. Und dann fährt man den schon drauf, das nervt einen und dass die dann auch noch so rumwackelt, das hat dann auch noch mega genervt und das ist jetzt hier nicht mehr so extrem. Das ist ganz gut. So, dann müssen wir das Ganze nochmal machen und dann können wir auch noch direkt die Zeit machen. Dann ist das Level auch schon direkt abgehakt. Hätte ich gewusst, dass das so einfach ist, das Level, dann hätten wir direkt alles holen können. Also Kisten und Erster werden, aber ich dachte, das wäre ein bisschen schwieriger an dem Level. Ja, wunderbar. Musst du kurz weg, habe ich irgendwelche Highlights verpasst? Seit wann bist du denn weg? also ich habe mich jetzt nicht aufgeregt oder sowas, nur halt Edelsteine und Kristalle geholt. Also weiter ist nichts passiert. So, hier holen wir jetzt noch das Relikt. Hoffentlich auch direkt auf Gold. Tag, Leute. Dingodile heiße ich. Und ich habe von Uka Uka und Cortex den Befehl, ihnen die Kristalle in den Eiszeiten zu bringen. Also her damit und verschwindet, oder ich mache euch fertig. Kurz vor Tiny. Also wir haben Tiny besiegt. Ich habe versucht, dass mich die Gegner mit... die Gegner. Das Publikum mit Käse bewirbt. Weil ich meine, das hätte mal funktioniert. Oder das war im Original. Ich war mir da jetzt nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, ich habe das nicht hingekriegt, dass sie das machen. Ja, ansonsten... Nur halt ein bisschen hier gedaddelt, ne? Also viel, viel passiert ist jetzt nicht. Ich mochte das auch im Original, dass man die Polizeiautos, wenn man die hinten am Heck oder vorne an der Schnauze so leicht touchiert hat, dann haben die immer so richtig gekracht. Hat das gereicht? Ja, gut. Ich fand jetzt nicht, dass ich so mega gut gefahren bin, aber für Gold reicht, dann ist mir egal. Sehr schön. Was haben wir hier? Was ist das? Jetzt schon so ein Level? Echt? Ich dachte, das wird erst später kommen.
Hätte ich nicht gedacht, dass das schon im zweiten Warp Room ist. Da waren zwei Edelsteine. Wow, Julia, wow. Wahnsinn. Wahnsinn! Zwei Edelsteine, warum? Ist das hier mit dem lilanen Edelstein-Tür? Ich glaube schon, ne? Lila eine Edelsteintür oder blauer Edelstein zum drauf rumfahren. Hi Julia und Chat. Hallo, Wonzerboy 80. Guten Tag. Wollt mal wieder reinschauen bei dir. Das freut mich. Das freut mich. So. Das hier sind, glaube ich, so meine Lieblings-Bonus-Level-Plattformen. Wie geht's dir so? Bei mir ist alles gut. Ja, bei mir auch. Ist jetzt schön langes Wochenende, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Ich kenne den jetzt auch nicht so mega gut auswendig, aber ich habe die gerade gesehen und finde, dass die ziemlich schön aussieht. Weil die aus dem Hang'em High Level, die fand ich nicht so schön. Die sah zwar nach Bacon aus, aber ich finde hier diese grün-gelb gekachelte Platte schöner. Ich habe jetzt 3 Tage frei ab morgen. Morgen. Musst du Montag arbeiten? Hast du schon Crash 4? Ja, ich habe Crash 4. Ich habe es angefangen zu spielen. Habe aber irgendwann aufgehört, weil es mich doch ein bisschen enttäuscht hat und habe das jetzt erstmal liegen lassen. Werde ich da mal dran weitermachen. Okay. Das ist dann natürlich blöd, aber so trotzdem dann 3 Tage schon mal so am Stück frei haben, ist doch was Feines. So, da kommen wir nicht weiter, da brauchen wir den lilanen Edelstein. Ich habe die Tage, was heißt die Tage? Gestern oder war es heute sogar? Irgendwie voll Bock auf Tarzan bekommen. Also nicht den Film, sondern das Spiel für die PlayStation 1. Ich habe auch damals, habe ich davon nur die Demo gezockt. Also ich kenne es nur von der Demo und es hat immer so Spaß gemacht. Ich habe mir gestern endlich die neue Xbox gekauft. Ja, ich glaube diesbezüglich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es, dass ich da keine Konsole von habe. Also Microsoft-Konsolen habe ich keine. Einziges, was ich habe, ist ein PC. Irgendwann wollte ich mir noch irgendeine Sega-Konsole zulegen. Tarzan auf der PS1 ist super. Tarzan für die PS1 habe ich noch nie gezockt. Der Kristall. Der kommt auch so spät im Level, ne? Das ist ja kurz vor Ende. Man sieht da hinten schon die Kistenbox.
Ich habe meine Lampe gar nicht angeschlossen.